glaube, wenn der Begegnungstag stattgefunden hätte auf die Art und Weise, wie es jetzt stattfindet, wo ich kleiner war, wo ich noch jung war, ich glaube, vielleicht hätte ich es auch ein bisschen einfacher gehabt, weil man natürlich schon anders ist, man sieht auch anders aus, man redet auch ein bisschen anders und ich glaube, dann hilft es einfach ein bisschen mehr, dass man sagt, ah, nein, mehr assoziiert dann etwas Positives. Für mich ist es wichtig, dass man von den großen Schlagzeilen wegkommt, wenn man über Rassismus spricht. Weil das macht uns große Angst. Wir denken dann an Sklaverei, wir denken an Apartheid, wir denken an Black Lives Matter. Es wird dann alles sehr groß. Aber für die meisten Menschen, die sich bei der Beratungsstelle gegen Rassismus melden, ist es Alltag. Es ist die Wohnung, die ich nicht bekommen habe. Und ich frage mich jetzt, liegt das an meiner Hautfarbe? Liegt das an meiner Religion? Vatergrad, der Podcast, der fragt, warum Menschen tun, was sie tun und wie sie geworden sind, wer sie sind. Das ist Misbah Kazmi und Katharina Stiegwall. Misbah hat pakistanische Wurzeln und ist vom Schweizerischen Roten Kreuz, wo der Begegnungstag organisiert. Die Katharina Stiegwall kommt aus Schweden und arbeitet in der Beratungsstelle gegen Rassismus und Diskriminierung vom Hilfswerk der Evangelischen Kirche Schweiz, kurz HEX. Ich habe die zwei spannenden Gesprächspartnerinnen zum Anlass vom Begegnungstag getroffen. Der findet am 17. Juni in der St. Galler Altstadt unter dem Namen «Fest der Kulturen» statt und wir vom Vatergrad Podcast sind mit dem Stand vertreten. Das Ziel dieses Anlass ist es, dass die unterschiedlichen Kulturen in der Stadt sich begegnen und so ein klares Nein zu Rassismus vermittelt wird. Ein guter Grund, das Thema Rassismus in einem Gespräch zu diskutieren. Da der Inhalt sehr komplex und weitgreifend ist, fokussieren wir uns vor allem auf das Thema Alltagsrassismus. Dazu erzählen uns drei Menschen aus St. Gallen von ihrer Erfahrung als People of Color. Als erstes wollte ich von Misbah wissen, wie sie zu dieser Aufgabe gekommen ist, das Fest der Kulturen zu organisieren. Ich bin angestellt als Projektleitung beim Schweizerischen Roten Kreuz in St. Gallen. Und von dem aus ist ein Teil eines der Projekte ist dann der Begegnungstag. Und so bin ich dazu gekommen, dass ich den darf. Ich bin die Leitung vom Organisationskomitee und dann ist es so gekommen, dass ich dort reingekommen bin. Ich habe 2020 angefangen, aber da ist jetzt aufgrund von der Corona-Pause ist es dann wie der zweite, erste, den ich darf jetzt leiten. Und vielleicht mal noch zu deiner Person, Misbah, wie kommst du auf die Arbeit oder was ist auch dein Hintergrund? Ich habe Ethnologie studiert an der Uni Zürich und es ist ja eine Art von Völkeranalyse, anthropologische Sicht auf Kulturen, auf Traditionen. Und ja, nach dem Studium hat meine jetzige Chefin, sie hat nämlich auch Ethnologie studiert, und dann ja, bin ich auf der Suche gewesen, weil man findet, es ist nicht ganz so einfach, um den Job zu finden, wenn man natürlich kein Postbildungsstudium ist. Und dann hat sie mich gefragt und dann hat sie da beschrieben und ich habe gedacht, oh mein Gott, ja, auf jeden Fall. Weil es ist etwas, was sehr nahe ist, also nicht nur jetzt der Begegnungstag, natürlich auch die anderen Projekte, die ich machen darf. Und dann habe ich davon erfahren und dann habe ich gedacht, das ist einfach etwas, wo nicht nur zu meinen moralischen oder meinen ethischen Grundsätzen passt, es ist auch etwas, wo ich, weil ich auch ursprünglich von Pakistan bin und eine Person of Color bin. Ich glaube, die Message dahinter, oder ich spüre sie einfach sehr auch in meinem Herzen. Ich glaube, wenn der Begegnungstag stattgefunden hätte auf die Art und Weise, wie es jetzt stattfindet, wo ich kleiner war, wo ich noch jung war, ich glaube, vielleicht hätte ich es auch ein bisschen einfacher gehabt, weil man natürlich schon anders ist, man sieht auch anders aus, man redet auch ein bisschen anders und ich glaube, dann hilft es einfach ein bisschen mehr, dass man sagt, ah, nein, man assoziiert dann etwas Positives, wenn man Migrationsvereine sieht, die einen Tanz aufführen oder wo ein mega feines Gericht präsentiert am Begegnungstag mit einem Stand. Und dann hat man mehr die Assoziation, hey, ah, da Land und die haben mega feines Essen oder die haben so coole Kleider, keine Ahnung was. Und ich glaube, da macht es schon viel einfacher, dass man vielleicht die gängigen Stereotypen mal ignoriert und denkt, nein, aber ich kenne es anders. Und da finde ich super.
Schön, du hast jetzt gerade meine Frage vorweggenommen. Was ist eigentlich das Ziel des Begegnungstags oder was kann der Begegnungstag leisten zum Thema Rassismus vermeiden oder aus dem rauskommen? Das ist eigentlich das, was du sagen. Also die vielleicht auch die Hürden überwinden. Genau, ich glaube, der Grundsatz des Begegnungstags ist ja «Say no to racism». Und da tut man gewährleisten. Wir versuchen, zum das zu präsentieren, indem wir möglichst vielfältige Artistinnen oder Künstler und Künstlerinnen einladen, die dann einfach ihren Hintergrund präsentieren. Das soll nicht heissen, ich meine, sie wohnen alle in der Schweiz, sind alle wahrscheinlich auch Schweizer und Schweizerinnen, aber man kann sowohl Wurzeln haben, wie Flügel haben, sozusagen. Und ich glaube, dann ist es okay, wenn man seine Wurzeln auf Art und Weise präsentiert und da zeigt dann einfach, hey, das, was man vielleicht in den Medien sieht über das eine Land, ist vielleicht gar nicht das, was das Land wirklich ist oder wie die Leute wirklich sind. Und schlussendlich, da habe ich auch gemerkt, letztes Mal, als ich es zum ersten Mal dann gemacht habe, alle sind einfach nicht glücklich gewesen. Es hat Musik gehabt, es hat feines Essen gehabt, es hat Tanz gehabt. Und ich denke, egal, schlussendlich, wo man herkommt, da ist, was man will, einfach sehr heißes Wetter und sehr feines Essen und einfach eine Ausgelassenheit. Und ich glaube, das ist, was Leute verbindet. Und ich glaube, wir wollen den Fokus auf das setzen, was uns verbindet, im Gegensatz zu dem, was uns auseinanderbringt oder was die Unterschiede sind. Mega schön, wenn du so erzählst, ich habe voll Freude auf diesen Tag und kann mir das auch vorstellen. Ich habe es auch schon erlebt, ich war schon dort. Und bin auch sehr froh, dass wir da vertreten sein mit dem Vater Grab Podcast. Ja, finde ich mega toll. Aber wir sind auch mega froh, dass wir gemeldet haben. Das sind ja noch nie dabei gewesen. Gell? Ja, genau, das erste Mal. Mega schön. Ja. Und wir sind jetzt heute, das ist so ein bisschen ein Teil von unserem Thema, der Begegnungstag. Aber wir sind ja auch da, um über Rassismus zu reden. Und dürfen darum auch Katharina Stiegwald bei uns in der Runde begrüßen. Katharina, du bist vom HEX, von der Beratungsstelle gegen Rassismus und Diskriminierung. Und du bist eigentlich auch quasi als Fachperson da heute und bringst also ein bisschen diesen Teil ins Gespräch hinein. Wie kommst du zu dieser Position, zu dieser Stelle bei HEX und was prägt dich in dem hinein? Ich habe lange mit Kultur- und Menschenrechte gearbeitet und dann an der HSG promoviert zum Thema Frauenrechte im Asylverfahren. Und jetzt habe ich wirklich das große Glück und Privileg, dass ich bei HEX arbeiten darf und alle diese Geschichten und Meldungen von Menschen entgegenzunehmen, die Rassismus in verschiedener Weise ausgesetzt oder erlebt haben. Könntest du so mal ganz grundsätzlich erklären, was aus deiner Sicht Rassismus denn ist oder was das Wort bedeutet? Ja, sehr gerne. Ich arbeite mit dem Rassismus, die man vielleicht nicht sofort sieht oder die man nicht sofort als Rassismus erkennt, wenn man nicht die gleiche Erfahrung gemacht hat. Für mich ist es wichtig, dass man von den großen Schlagzeilen wegkommt, wenn man über Rassismus spricht, weil das macht uns große Angst. Wir denken dann an Sklaverei, wir denken an Apartheid, wir denken an Black Lives Matter. Es wird dann alles sehr groß. Aber für die meisten Menschen, die sich bei der Beratungsstelle gegen Rassismus melden, ist es Alltag. Es ist die Wohnung, die ich nicht bekommen habe. Und ich frage mich jetzt, liegt das an meiner Hautfarbe? Liegt das an meiner Religion? Es ist alle diese Bewerbungen, die ich abgeschickt habe und keine Vorstellungsgespräch bekomme. Es ist die Taschenkontrolle in die Supermarkt, die ich immer wieder ausgesetzt bin. Und diese alltäglichen Ausdrücke, das ist Rassismus. Und wie kannst du die Menschen unterstützen, die das erfahren? Was ist deine Aufgabe? Manchmal kann ich das gar nicht. Es ist nicht immer so greifbar, aber ich versuche es immer. Ich nehme Kontakt auf mit dem Vermieter und frage nach der Begründung, wieso es nicht geklappt hat mit der Wohnung. Ich nehme Kontakt auf mit dem Supermarkt und sage, es gibt einen Klient, er hat ein Erlebnis bei Ihnen gemacht, der für ihn nicht stimmig war. Ich hätte gerne eine Stellungnahme dazu. Manchmal hilft es auch, ein Erlebnis zu bestätigen, zu sagen, das, was du erlebt hast, ist tatsächlich nicht in Ordnung. Das ist Racial Profiling. Du bist
Rassismus ausgesetzt, indem du bildest es dich nicht ein. Weil wenn man immer wieder ausgesetzt ist, fängt man an zu denken, dass es normal ist. Ich vertraue dann nicht mehr meine eigenen Erlebnisse. Und dann kann es hilfreich sein, mit jemandem zu sagen, es stimmt, vertrau dich. Kannst du vielleicht noch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer den Begriff Racial Profiling erklären? Oh, entschuldige, ja, sehr gerne. Das ist auch ein Begriff, den man gern an die grossen Schlagzeilen verknüpft, wenn man denkt an Polizeigewalt. Aber Racial Profiling ist eigentlich alles, wo ich eine Überlegung mache, dass du vielleicht schuldig bist. Es ist ein Verdacht aufgrund von optischen Merkmalen. Ich sage an der Zollgrenze, dass du bist in Ordnung, aber du nicht. Du siehst nicht schweizerisch aus. Darf ich bitte deine Tasche sehen? Das ist Racial Profiling eigentlich. Ich mache, ich kategorisiere nach Optik. Und die Menschen, die betroffen sind von Rassismus, kommen sie von sich zu dir oder wie wissen sie von deiner Arbeit? Beides. Ich freue mich immer, wenn Leute uns finden. Und oft meldet man sich, weil etwas ist passiert und ich brauche jetzt wirklich Unterstützung. Aber es kann auch sein, dass Fachstellen sich bei uns melden und sagen, ich habe jemanden bei mir, der etwas erlebt hat. Und es kann wirklich auf verschiedene Wege eine Meldung kommen, ja. Und ich kann mir vorstellen, dass die Menschen allein schon durch das, dass sie eine Stelle haben, wo sie sich melden können, schon, dass das schon der erste Schritt ist und sie sich vielleicht auch schon mehr integriert fühlen, weil sie merken, da wird die wahrgenommen. Also da ist auch ein Umfeld, wo es ihnen im Herzen liegt, dass ich da daheim bin. Also das ist natürlich schon ein wichtiger Schritt für die Menschen, denke ich, dass sie überhaupt über ihnen zulässt, wie du vorhin gesagt hast. Das wünsche ich mir, dass sie dieses Gefühl haben. Es ist die Menschen, die sich bei uns melden, erleben nie Rassismus zum ersten Mal. Wirklich nie. Sie haben es so oft in verschiedenen Formen schon erlebt. Aber gerade jetzt sind sie zu einem Punkt gekommen, wo sie brauchen die Unterstützung. Es kann ganz praktisch sein, mit ein Gespräch mit den Behörden. Oder es kann wirklich das sein, dass man das Gefühl hat, es geht mir jetzt nicht mehr gut mit dem, was ich immer wieder erfahre. Ich brauche Werkzeuge. Du bist in Schweden, hast jetzt blaue Augen, blonde Haare. Hast du manchmal auch so die Situation, dass die Betroffenen wie sagen, oh nein, sorry, du bist mir nicht glaubwürdig, weil du bist ja genau weiss und entsprichst genau dem Ideal, wo gewisse so hoch redet. Musst du manchmal auch Überzeugungsarbeit leisten, im Sinne von, nein, ich verstehe, wie es ist für dich und ich bin wirklich auf deiner Seite oder bei dir. So. Wie ist das? Ich finde das eine sehr legitime Frage. Eigentlich bin ich froh, dass du es stellst, weil ich kämpfe ein bisschen mit dem, welche Rechte habe ich, über Rassismus zu sprechen. Ich bin durchaus privilegiert. Ich habe nie Hürden erlebt in Bezug auf Arbeit oder Studium oder ich bin nie Taschenkontrolle im Supermarkt ausgesetzt. Ich finde deine Frage hochberechtigt. Ich glaube, es ist vielleicht für mich ein bisschen eine Möglichkeit, etwas von meinem Privileg zurückzugeben. Ich darf mein Privileg jetzt nutzen, um über wichtige Sachen zu sprechen. Ob ich glaubwürdig bin, das kann ich nicht entscheiden. Aber ich glaube, ins Gespräch zu kommen, dann spielt es irgendwie keine Rolle, wie man aussieht. Ich habe das nie erlebt. Wir unterhalten uns zum Thema Alltagsrassismus. Dass wir aber nicht in einem Fachgespräch bleiben, möchten wir jetzt die Linda, dann den Kenji und später noch Emilia anhören und von ihren Erfahrungen hören. Hey, ich bin Linda. Ich bin ab und zu aus Rot aufgewachsen, bin aber ursprünglich von Bolivien, Santa Cruz de la Sierra. Und ich bin mit meiner Schwester zusammen adoptiert worden. Ich war 1 und die Schwester war 4. Also wie erlebe ich Rassismus im Alltag? Ist es so, meine Schwester und ich, wir sind hier adoptiert worden in die Schweiz.
Und wir sind in Appenzell Ausserrhoden aufgewachsen. Und einmal war ich in Genf. Und dort hat es das eigentlich gar nicht gegeben. Also wirklich ganz, ganz selten, vielleicht zweimal. Und ich spüre das hier in St. Gallen sicher wöchentlich 1 bis 2 Mal. Und eben so Fragen wie, hey, von wo kommst du ursprünglich? Das stört mich nicht einmal so fest. Vor allem, wenn ich jemand Neues kennenlerne. Man ist gewundert, man ist interessiert. Aber von einzelnen Personen, die einfach auf dich zukommen, die nicht mal Heu sagen, die nicht Grüezi sagen, die einfach raushauen, dann finde ich das schon ein bisschen fehl am Platz. Also, weil man nimmt einfach gerade an, man ist nicht von da, man ist aus der Schweiz, man gehört nicht zu der Schweiz. Und obwohl man eigentlich Schweizerin ist und man kann nicht einmal vielleicht eine fremde Sprache oder etc., man hat vielleicht nichts mit anderen, mit der ursprünglichen Kultur zu tun, man wird einfach gerade abgestempelt. Man wird abgestempelt, ohne dass man überhaupt etwas gesagt hat. Einfach vom Erscheinungsbild. Und dann kommt vielleicht mal eine kalte Schulter, so, okay, und dann muss man das halt wie kompensieren mit, hey, ich bin höflich, hey, ich muss mich zeigen, hey, ich muss offen sein, ich muss lieb sein, man darf nicht auffallen, man darf negativ nicht auffallen. Und das ist halt schon ein innerlicher Druck. Wenn jetzt Linda gehört, was ist dir so durch den Kopf, Miss Barbara, wo du ihr zugelassen hast? Ich muss sagen, vieles von dem, was Linda sagt, kann ich auch so nachspüren. Es sind viele Erfahrungen, die ich jetzt in Bezug auf Interaktion mit anderen Personen genau auch mache. Also jetzt auch, ich glaube, Wilma wahrscheinlich, ich bin auch Brut. Und das finde ich aber auch so lustig. Für mich ist es auch nie schlimm, wenn jetzt jemand fragt, wo kommt man her? Weil, ich meine, man sieht halt, ja, man sieht ja anders aus, das ist okay. Mein Name ist auch anders, das ist auch okay. Aber dann sind es die Fragen, die einfach zu tief hineingehen. Das ist schon nicht okay. Ja, was ich ganz schlimm finde, ist, wenn man fragt, ja, wieso bist du in der Schweiz? Dann denke ich so, okay. Und ich glaube, da überrascht mich, wie viel von dem, was ich erfahre, obwohl wir es jetzt noch nie getroffen haben, wie viele Erfahrungen einfach so ähnlich sind. Und da ist eben schon, man merkt, obwohl wir nicht einmal vom gleichen Kontinent ursprünglich herkommen, wir machen Erfahrungen, die ganz ähnlich sind, sehr negativ, also die negative Version. Und da, ja, das ist auch schade. Ich denke auch, wenn man die Frage stellen möchte, aus Interesse, dass man vielleicht eine Bescheidenheit dafür hat, dass für mich ist es nicht schlimm, diese Frage zu bekommen. Aber für dich vielleicht schon. Vielleicht hat dich heute schon 5 Leute gefragt. Oder vielleicht warst du die einzige Person auf der Party, die gefragt wurde, woher du kommst. Dass man sich vielleicht einfach nochmals überlegt und hoffentlich kommt es dann gut an und mein Interesse und mein Wohlwollen ist dann wirklich auch so übertragen, aber dass man eine Bescheidenheit dafür hat, dass die Frage könnte auch ausgrenzend wirken. Dieser Podcast ist ein ökumenisches Projekt und wird präsentiert von den evangelischen und katholischen Kirchen der Kantone St. Gallen und Appenzell. Danke für eure Unterstützung. Sollen wir gleich zu der nächsten Person? Ja, mein Name ist Kenji. Ich bin 27. Meine Mami kommt ursprünglich aus Indonesien. Bin in der Schweiz aber aufgewachsen, im Thurgau, wohne jetzt in St. Gallen und arbeite Teilzeit als Pfleger und Teilzeit als Musikproduzent und Audioingenieur. Hey, im Alltag merke ich einfach, aber oftmals, dass das so ein bisschen hinwerfende Blicke oder Blicke, die zu mir schweifen. Und ich einfach merke, hey, die sehen jetzt da halt über die Farbe. Ich nehme es nicht zu persönlich, aber man merkt es. Wenn man selber in dieser eine Situation ist, dann merkt man die Blick, vor allem, wenn man damit halt auch aufwächst. Oder? Das Gleiche, da ich ja in der Pflege arbeite, hatte ich Erfahrungen mit älteren Leuten. Und die kommen oftmals auf einen zu und fangen einfach an, Hochdeutsch zu reden statt Schweizerdeutsch. Was ja nicht verwerflich ist, weil es kann ja sein, dass ich vielleicht nicht gut Deutsch spreche, ganz klar.
Aber ich denke, es wäre angenehmer für alle Parteien, wenn man einfach mal mit Schweizerdeutsch anfängt und dann sagt das Gegenüber, hey, vielleicht Hochdeutsch, dann verstehe ich dich besser. Und dann kann man switchen, oder? Und nicht schon von vornherein denken, die Person die spricht sicher nicht Schweizerdeutsch. Ich bin hier aufgewachsen. Mein Vater ist Schweizer, meine Mutter ist von Indonesien. Ich spreche super Schweizerdeutsch und Kollegen von mir sagen immer, ich spreche mehr wie ein Bünzli als ein Ausländer. Und voll. Das sind so meine Erfahrungen. Wir haben jetzt den Kenji gehört und er erzählt so ein bisschen, wie Rassismus stattfindet. Und ich merke so, wow, es ist so ein riesiges Thema. Ich bin fast ein bisschen überfordert mit dem und will möglichst alles richtig machen. Liege ich mit dem falsch? Oder wie gehe ich mit dem um, mit dieser Herausforderung, Misba? Also, es ist, erstens, ich finde es schön, dass du das sagst, Liege ich falsch, dass du dir Überlegungen machst und dich auch hinterfragst. Und ich glaube, indem man nur das macht, dann macht man schon ziemlich viel richtig. Wenn man einfach kurz überlegt, hey, ist das okay oder nicht? Und andererseits denke ich auch, Rassismus oder generell auch Diskriminierung findet auf wie verschiedene Ebenen statt, so wie ich es jetzt auch kennengelernt habe. Und ich glaube, darum ist es einfach so viel facettenreich. Diskriminierung, Rassismus an sich, ich glaube, man kann schon differenzieren, weil das sind zwei verschiedene Themen, aber ich glaube, sie gehen gleich noch ineinander rein, weil schlussendlich geht es darum, wie sehr pushst du jemanden aus der Gesellschaft raus, aufgrund von dem, wie er oder sie oder die Person ihr Leben wird leben, ohne dass sie jemandem wehtut damit. Und ja, es geht um den Gedanken, wieso muss ich das machen? Wenn sie glücklich ist, dann sollte ich mich doch nur freuen für sie. Also es geht um ein sich bewusst machen von diesen Mechanismen, die ablaufen in einem. Das sagst du unter anderem. Genau. Es geht darum, inwiefern bin ich, blöd gesagt, ich glaube, Rassismus oder Diskriminierung findet dann statt, wenn man das Gefühl hat, eine Person oder mein Gegenüber lebt das Leben nicht so, wie ich es für angemessen gesehen. Okay. Und dann muss ich mich fragen, wieso habe ich ein Recht zum Überlegen, was für Recht habe ich zum Bestimmen, ob das angemessen ist oder nicht. Mhm. Weil würde ich das cool finden, wenn jemand das mit mir macht. Und wenn man sich die Frage stellt, wie fände ich das, wenn das jetzt mit mir passieren würde, sei es jetzt aufgrund von der Hautfarbe, aufgrund von der Religion oder wie auch, dann würden wir schon glaube eine Antwort haben und dann würden wir glaube schon vieles schon richtig machen. Dann lassen wir uns jetzt noch Emilia an und wie sie uns von ihrer Alltagserfahrung mit Rassismus erzählt. Ja, also mein Name ist Emilia. Ich wohne in St. Gallen. Ich studiere Religionspädagogik und ich bin Schweizerin, habe aber von einem älteren Teil Wurzeln in Brasilien und genau, da sieht man mir halt auch an. Ein Erlebnis, das ich hatte, mit so Alltagsrassismus, wie man es nennen will, war, als ich im Spital war. Ich hatte eine Operation wegen einem Abszess. Und dann ist es halt so darum gegangen, okay, wieder heimkommen und so. Und der braucht mega viel Pflege. Und weil es halt an einer unangenehmen Stelle war, hat es halt wie geheißen, okay, ob sie mir in die Spitex heimgehen. Und dann habe ich so gefunden, nein, ich bin ja noch jung, ich kann das allein, ich mache das mit meiner Mami. Dort habe ich die Krankenschwester schon mega komisch angeschaut, aber ich dachte, ja, egal. Und dann bin ich heimgekommen und alles gut. Und nachher bin ich einen Tag daheim gewesen. Und am zweiten Tag musste ich zum Doktor, um halt bei meinem Hausarzt wieder mal nachschauen. Und dann bin ich zum Arzt und dann bin ich halt auf den Schrank gelegen. Und da bleibt mir wirklich mega im Kopf. Ich bin dort gelegen und dann hat er so die Wunde kontrolliert. Und dann hat er gesagt, ah, ja, die Wundheilung ist super. Ja, es sieht tiptop aus. Ich denke, okay. Und dann, ja, normalerweise ist eben bei Leute aus dem Ausland da immer eine schwierige Sache mit der Hygiene bei so Wunden und so. Dann immer so die Kräutchen und die eigenen Mittel und
ja, das ist manchmal nicht ganz so förderlich für die Situation. Dann konnte ich ihn nicht anschauen, weil ich halt auf dem Schrank gelegen bin. Und dann hat er unter sich fertig gemacht und ich habe nicht viel gesagt. Und nachher, wo wir dann den weiteren Verlauf angeschaut haben, hat er dann gesagt, ja, hat er mich gefragt, ob ich Unterstützung habe in der Pflege. Dann habe ich gesagt, ja, meine Mami. Und dann, ah, und das ist unser Hausarzt, also der kennt uns schon mega lang. Und dann hat er dann halt auch gesagt, ja, also das ist schon bemerkenswert, dass wir das so gut hätten können pflegen. Das, eben die Hygiene und so, wie so Wunden, sind halt nicht immer so das Gleiche. Und dann so gefunden, okay. Und dann habe ich wirklich nachgefragt, so, ja, und wieso nicht? Ja, eben bei denen Schwarzen ist halt manchmal nicht ganz so, wie wir da uns halt in der Schweiz gewohnt sind. Und dort, ich war so perplex gewesen, und es nervt mich bis heute noch, dass ich nichts mehr gesagt habe. Aber ich bin so, ich habe einfach nicht gecheckt, wieso dass er so etwas sagt. Und bin dann gegangen und musste noch einmal müssen zu einem Untersuch. Dort hat er nichts wirklich mehr gesagt. Und nachher habe ich einen anderen Hausarzt gesucht. Aber es hat mich so genervt, dass ich dort nicht reagiert habe. Wer möchte spontan etwas dazu sagen von euch? Katharina, du hebst die Hand. Eben weil wir es auch immer wieder erleben in der Beratungsstelle, dass Menschen, man wird nicht ernst genommen. Und in der Medizin wird das ja sehr deutlich. Ich habe Klienten, sie haben kein Schmerzmittel erhalten, obwohl sie sehr große Schmerzen haben, weil man nimmt an, sie übertreiben. Also es gibt da eine kulturelle Bias, die in Medizin als Wissenschaft eingebaut ist, weil der weiße Norm war immer prominent. Alle Versuche, die man gemacht haben, hat man mit einer weißen Person vor Augen gemacht. Und es kommt immer wieder jetzt Führe, dass man diese Norm ist so deutlich, dass es wirklich Auswirkungen hat auf die medizinische Versorgung, die Menschen erhalten. Man kann einfach, also ganz einfach, schauen, die Fläschchen, die erhältlich sind, welche ist die normale Hautfarbe. Es hat ein ganz breites Spektrum von Auswirkungen. Und ich finde, das, was sie erzählt, ist natürlich, es macht mich sehr betroffen und sehr traurig. Aber sie ist nicht alleine. Ich würde wieder Emilia sagen, dass es berechtigt ist, dass sie sich nervt. Aber sie darf sich wie nicht, falls das der Fall ist, sie darf sich wie nicht ein schlechtes Gewissen machen, dass sie jetzt wie nichts gesagt hat. Weil wer könnte etwas noch dazu äußern? Das ist so straub, man ist so schockiert, man ist so einfach so, man kommt in dem Frozen, man ist einfach so auf das Mal und denkt, hey, was läuft da? Und das ist absolut, jede Person an dieser Stelle wäre einfach komplett perplex gewesen. Und mir kommt auch in dem Sinn, was Linda vorher gesagt hat, mit mehr so einem Druck auf sich, dass man nicht darf zu unhöflich reagieren, obwohl man vielleicht, dann würden einem vielleicht 10 Sachen im Sinn kommen, wo man könnte sagen, aber dann denkst du, oh nein, dann, weil in dem Moment repräsentierst du die gesamte braune Bevölkerung von der ganzen Welt für diese Person. Und so blöd das klingt, dann muss man dem einfach gerecht. Das ist einfach so. Das wird einfach auch, glaube, ja, ich merke es auch. Man muss sich einfach zusammenreissen und dem Menschen einfach ein gutes Beispiel geben, für wie sich braune Personen können auch verhalten können. Ja, und das würde ich ihr wie gerne können sagen. Nicht, dass ich das nicht weiss oder so, aber man hat immer so Schuldgefühl. Ich kenne das Gefühl auch, wenn man denkt, oh mein Gott, wieso habe ich nichts gesagt? Aber ich glaube, es ist okay. Niemand will wissen, was sagen zu dem. Ich möchte langsam zum Abschluss von dem Gespräch kommen und auch vielleicht von euch noch ein bisschen hören, was können wir als Gesellschaft oder Gesellschaft tun, um mit dem Thema umzugehen? Was wären so die ersten Schritte und was wären die weiterführenden? So. Ja, das ist eine große Frage natürlich und ich glaube, da hat jede eine Verantwortung und vielleicht auch einen eigenen Weg zu suchen. Ich glaube, die erste Einsicht ist, es geht mich an. Ich bin vielleicht nicht betroffen von diesen Themen, die wir gerade gehört haben, aber es geht mich an. Weil Rassismus und rassistische Diskriminierung tut etwas mit unserer Gesellschaft.
ich bin auch ein Teil davon. Und wenn man sieht, dass es mich angeht, dann habe ich auch eine Rolle, die ich spielen kann. Und vielleicht ist es ganz einfach, vielleicht liegt es an der Wortwahl, vielleicht liegt es an die Frage, die ich nochmals überlege, bevor ich es stelle, zu Ursprung, zu Sprache. Aber die Reflexion, das ist die Verantwortung von jeder von uns. Und ich glaube, da könnte man ganz niederschwellig anfangen und schauen, wohin es führt. Ja, wie du es gesagt hast, es ist vielschichtig und jeder muss wie einen eigenen Weg finden, bin ich auch der Meinung. Ich glaube, es ist aber auch, es wäre schon lange, wenn man überlegt, wie man sich selber dabei fühlen, wenn man die Frage gestellt bekommt. Generell frage ich mich einfach auch, wie, also für mich ist es wie auch ein bisschen unverständlich, wie das jetzt so kommt, wieso muss ich neben anderen meine Lebensweise aufzwingen? Wieso muss ich das überhaupt machen? Woher kommt die Entitlement? Woher kommt der Nerv, dass ich das Gefühl habe, oh, jetzt die Person muss so reden, wie ich will, sie muss so heißen, wie ich will, sie muss auch einkaufen, wie ich will, sie muss sich so pflegen, wie ich das will. Also, ja, für mich ist das schon grundsätzlich unverständlich. Es gibt, ja, da, sich einfach mal überlegen, wieso habe ich das Gefühl, ich darf da neben anderen aufsetzen. Wir sind bereits am Ende von unserem Gespräch gekommen. Besucht uns doch auch am Fest der Kulturen am Samstag, 17. Juni. Wir freuen uns sehr über jede Begegnung. Wenn euch der Podcast gefallen hat, gebt uns doch 5 Sterne auf Spotify oder schreibt uns eure Kritik an feedback@fadergrad-podcast.ch. Ein herzliches Dankeschön an Pascal Pfeuti für den Pianotrack und an Linda, Emilia und Kenji für ihren Erfahrungsbericht zum Thema Alltagsrassismus. Euch danke ich herzlich fürs Zuhören und das Interesse an dem wichtigen Thema. Hebt euch Sorge, bis bald. Ciao zusammen. Also ich wünsche mir generell von der Gesellschaft, unabhängig jetzt von der Farbe oder so, mehr Akzeptanz. Unbedingt mehr Akzeptanz, weil irgendwo, wo eine Inakzeptanz ist oder Intoleranz ist, man automatisch nicht mehr akzeptiert. Also tut man Sachen nicht mehr akzeptieren. Und das heisst, wenn man Sachen nicht mehr akzeptiert, dann hat man halt Limiten. Jegliche Art von Form und Weise. Und das Zweite ist vielleicht nicht Vorteile. Ich meine, wenn jemand so ist, wie die Person ist, dann hat das seine Gründe. Und die Gründe wissen wir nicht. Und jemand kann sich dann persönlich angegriffen fühlen oder nicht, aber es ist nicht dein Bier. Es ist nicht deine Sache. Also, wenn die Person dir das offenbaren will, dann soll sie das machen. Aber kein Urteil. Man ist nicht Gott. Man ist ein Mensch, wir machen Fehler. Also lasst das sein. Akzeptanz und keine Urteile mehr. Hey, ich würde mir einfach wünschen, dass man offener zueinander oder aufeinander zugeht. Weniger mit Vorurteilen. Und da muss ich mich auch selber an der Nase nehmen. Und ich ertappe mich immer selber auch wieder bei so Sachen, wo ich so denke, oh, ein Dunkelhäutiger. Aber und dann im selben Moment merke ich so, hey, also, ich bin selber erstens dunkelhäutig und zweitens, hey, ich kenne den nicht. Also wieso komme ich so Gedanken über? Und dabei habe ich selber ganz viele Kollegen, die dunkelhäutig sind und die gehören zu meinen besten Kollegen. Ich denke, das ist auch so eine Sache, wenn man aufwächst, oder? Was man miterlebt, was die Medien bringen. Ja. Was ich mir wünschen würde, ist, dass man, wenn die Ethnie keine Relevanz hat, die Ethnie auch nicht ins Spiel bringt. Wenn klar hat Herkunft und Kultur einen Einfluss auf wie ich bin, und das würde ich ja nicht missen, aber nicht absolut und nicht immer und überall. Und nur weil man vielleicht das Gefühl hat, dass etwas damit zu tun hat, heisst das nicht, dass das so sein muss. So da. Und auch wenn ich weiss, dass Menschen Schubladendenken brauchen, damit man sie irgendwie einordnen kann und eine Struktur brauchen, ist es auch okay, wenn man nicht nur ein Komödli hat mit 3 Schubladen, sondern vielleicht auch mal 10 oder 15 oder 20 daraus macht. Und einfach mal differenziert auch mit bestimmten Sachen umgeht. Ja. Thank you.
Pfadegrad.